Hallo, ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. In diesem Video möchte ich euch zeigen, woran es liegen kann, wenn bei eurem Elektroherd die Zwangsbelüftung nicht mehr ein- bzw. nicht mehr ausschaltet. Die Zwangsbelüftung dient dazu, dass sich in der Einbaunische, wo der Elektroherd eingebaut ist, die Wärme nicht staut. Die Zwangsbelüftung ist ein Lüfter, der befindet sich oben hinter der Anzeige oder hinter dem Bedienfeld und dieser sorgt dafür, dass die Luft hier vorne über der Türöffnung austritt und herausgeblasen wird. Diese Zwangsbelüftung wird über einen kleinen Thermostat geschaltet, der bei einer gewissen Temperatur den Lüfter einschaltet. Und wenn das Gerät wieder abgekühlt ist, schaltet dieser Thermostat den Lüfter wieder aus. Oftmals machen diese kleinen Thermostate Probleme und wie ihr den kontrollieren könnt oder austauschen könnt, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ein wichtiger Hinweis wäre noch, bevor ihr das Gerät ausbaut, macht das Gerät stromlos und zum Ausbauen müsstet ihr die Tür öffnen und ihr findet dann links und rechts jeweils 2 oder 4 Schrauben. Diese Schrauben entfernt ihr komplett und danach könnt ihr den Elektroherd herausziehen. Wenn ihr euren Elektroherd dann ausgebaut habt, entfernt ihr noch die obere Abdeckung vom Gerät. Die ist im Normalfall mit Torx 20 Schrauben gesichert, kann danach entfernt werden und hier sieht man in der Mitte schon den Lüfter für die Zwangsbelüftung. Das ist dieses Bauteil. Das kann bei euch etwas anders aussehen. Das ist je nach Hersteller etwas unterschiedlich. Wenn ihr dann weiter hinten schaut, seht ihr hier schon den Thermostat, der die Zwangsbelüftung auslöst. Diesen Thermostat könnt ihr mit einem Multimeter messen. Ihr solltet zwischen diesen beiden Anschlüssen keinen Durchgang messen können. Könnt ihr hier einen Durchgang messen, ist dieser Thermostat defekt und sollte ausgetauscht werden. Zum Austausch des Thermostats nehmt ihr diese beiden Steckfahnen, zieht diese nach oben ab. Wenn beide Steckfahnen entfernt wurden, schaut ihr hier im hinteren Bereich, ist der Thermostat ebenfalls mit einer Torx 20 Schraube gesichert. Diese Schraube löst ihr und könnt danach den Thermostat austauschen. Habt ihr den neuen Thermostat wieder befestigt, steckt ihr die Steckfahnen wieder auf. Achtet bitte darauf, dass diese Steckfahnen fest sitzen. Und wenn das erledigt ist, schraubt ihr die obere Abdeckung wieder auf euer Gerät, baut euer Gerät ein und macht einen Probelauf. Bei dem Probelauf sollte sich dann der Lüfter erst in dem Moment einschalten, wenn das Gerät hochgeheizt ist. Und es sollte sich auch, wenn das Gerät wieder abgekühlt ist, der Lüfter ausschalten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und konnte euch auch bei der Reparatur eures Haushaltsgerätes helfen. Und wenn ihr das unterstützen möchtet, lasst einfach einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir drehen hier permanent Videos über solche Reparaturen und wollen damit einfach mit euch gemeinsam so viel wie möglich Geräte vor dem Schrottplatz retten und da einfach ein bisschen Nachhaltigkeit einziehen lassen in diesem Bereich. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ran ans Werk!